diesem Video soll es um Korrelation und Regressionsanalyse gehen. Und ich hatte mir ursprünglich ein ziemlich ambitioniertes Programm dafür überlegt und versucht dabei sehr viele Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Habe dann aber festgestellt, dass das definitiv den Rahmen eines Videos sprengen würde. Und auch wenn dort sehr interessante Möglichkeiten noch drinstecken und vielleicht das Beispiel, das ich jetzt hier verwende, insofern archäologisch ein bisschen trivial ist, werde ich trotzdem weitere Videos dann benutzen, um die entsprechenden Möglichkeiten, die sich aus Regressionsanalyse und Korrelation ergeben, nochmal zu erläutern und werde jetzt einfach nur bei den Basics bleiben und erläutern, wie wir eben entsprechend eine Korrelation feststellen, wie wir eine lineare Regression als Modell übernehmen und wie wir da entsprechende Parameter berechnen. Wie gesagt, ich werde auf einen etwas vielleicht archäologisch nicht besonders sinnvollen Datensatz zurückgreifen, den ich mir simuliere, aber er wird ausreichen, um die Basics und die grundsätzlichen Verfahren bei Regressionsanalyse und Korrelation zu erläutern. Ich werde mir 100 Gräber simulieren und bei diesen Gräbern werde ich einfach nur vermerken oder wird einfach nur simuliert eine bestimmte Körpergröße deren bestatteten Individuen. Dazu mache ich eine normal verteilte Zufallswurf wieder mit einem Mittelwert von 160 cm und 20 cm Standardabweichung. Und das runde ich, damit wir auf ganzen Zentimetern landen. Und eine zweite Variable wird dazukommen, Grablänge, also wie lang das entsprechende Grab für die Individuen dann sein soll. Die errechne ich aus der Körpergröße und dazu wird noch etwas drauf addiert, damit nicht Personen in zu kleine Gräber gedrückt werden, nehme ich die absoluten Werte aus einer wiederum normal verteilten Zufallsvariable, die von 50 als Mittelwert hat und 25 als Standardabweichung. Und das runde ich ebenfalls, um hier auf ganze Werte zu kommen. Und durch diese Konstruktion haben wir von vornherein eine Beziehung zwischen beiden Variablen festgelegt. Also die Grablänge hängt natürlich ganz klar von der Körpergröße darin bestatteten Individuen ab, sowohl in der Realität, hoffentlich, als auch in unserer Simulation. Und diese beiden simulierten Variablen packe ich dann gemeinsam in einen Datenrahmen namens Gräber, wo Größe und Grablänge entsprechend abgelegt werden. Gut, das Ganze einmal durchgeführt und wenn unsere Simulation jetzt erfolgreich war, dann haben wir hier entsprechend Körpergrößen von Individuen und dazugehörige Gräber. Wir haben hier, sehe ich gerade, einen kleinen Ausreißer, wo die Grablänge immerhin 1 cm größer ist als diese extrem kleine Person mit 133 cm. Aber für die Demonstration der Möglichkeiten soll das keinen Abbruch tun. Gut, die einfachste Möglichkeit, um festzustellen, ob es eine Beziehung zwischen zwei Variablen gibt, ist natürlich wiederum die grafische Darstellung. Ich plotte mal meine Gräber aus und erhalte hier eben eine Darstellung. Ich ziehe mal hier rüber, damit wir das verfolgen können, bei denen wir sehen, dass mit der zunehmenden Größe der Individuen auch die Grablänge entsprechend ansteigt. Es ist also deutlich bereits einfach im Plot, dass wir hier eine Beziehung vorliegen haben. Der Statistiker gibt sich natürlich nicht unbedingt einfach nur damit zufrieden, festzustellen, die Daten verhalten sich irgendwie zueinander in Beziehung, sondern es gibt natürlich auch Maßzahlen, um das Ganze etwas genauer zu fassen. Und eine dieser Maßzahlen ist eben der Korrelationskoeffizient. Und bei Messwerten, wie wir sie hier vorliegen haben, kann man den Korrelationskoeffizienten nach Pearson benutzen, dass der auch standardmäßig sozusagen in R bei dem entsprechenden Befehl für den Korrelationskoeffizienten gezogen wird. Der Befehl ist COR für Korrelation. Und wenn ich die Hilfeseite aufrufe, dann sehe ich, dass das in einem Dreiklang mit Varianz, Kovarianz und Korrelation hier steht. Bei Korrelation wird erwartet, dass wir zumindest einen X-Vektor als numerischen Vektor, Matrix oder Datenrahmen eingeben, einen Y
Variable kann fehlen, dann ist das aber für unsere Korrelation natürlich relativ sinnlos. Normal wird hier y gleich x gesetzt, also das zwei Variablen wird x wieder recycelt, die korrelieren natürlich perfekt miteinander. Und gut, auf diesen Use müssen wir an dieser Stelle nicht eingehen. Interessant ist hier die Methode noch und standardmäßig wird die Korrelation nach, Korrelation nach Pearson ausgeführt. Dann gibt es noch Candle und Spearman, das sind Korrelationskoeffizienten für ordinalskalierte Daten, auf die werden wir im nächsten Video eingehen, denke ich. Wir bleiben jetzt erstmal bei Pearson, weil wir unsere Messwerte haben und werden diesen Korrelationskoeffizienten ausrechnen. Okay, zurück zu unseren Gräberdaten. Also, wir müssen die Korrelation ausrechnen und wie in der Hilfe deutlich wird, brauchen wir einen x-Vektor. Das ist sind unsere Größen der Individuen. Und ein y-Vektor, das soll die Grablänge sein. Entsprechend ausgeführt. Und hier unten in unserem Ausführungsfenster erhalten wir einen Wert zurück. 0,56. Das ist der Korrelationskoeffizient, der uns einerseits besagt, wir haben eine positive Korrelation. Der Wert ist positiv. Der Korrelationskoeffizient kann sich zwischen 1 und minus 1 bewegen. 1 wäre eine perfekte positive Korrelation. 0 wäre überhaupt keine Korrelation der Daten. Minus 1 wäre eine perfekte negative Korrelation. Wir haben hier eine positive Korrelation mit 0,5. Da bin ich nicht so richtig mit zufrieden. Das Schöne an simulierten Daten ist, dass ich mir einen neuen Datensatz erstellen kann. Und 0,7 passt mir schon besser. Da haben wir eine etwas stärkere Korrelation. Und wenn ich jetzt nochmal meinen Plot hier anschaue, sehen wir auch, dass die Punkte sehr viel langgezogener und dichter an einer gedachten Linie hier liegen. Das ist eben ein Hinweis darauf, dass die Korrelation stärker ist, dass die Daten sich auf ähnlichere Arten und Weisen verändern. Was hinter dem Korrelationskoeffizienten steckt, wie er berechnet wird und wie die Theorie dahinter ist, werde ich aus diesem Video heraushalten. Das habe ich in der Veranstaltung erklärt und ja, vielleicht wird es irgendwann eine Theorie-Serie zu dieser Praxisserie geben, aber momentan beschränken wir uns auf die R-Technik. Okay, Korrelationskoeffizient berechnet, 0,7 ist schon eine ganz gute Korrelation. Es gibt keine wirklichen Richtwerte, bei denen man sagen kann, hier korreliert etwas stark oder weniger stark. Es gibt so Faustregeln, die davon abhängen, in welchem Wissenschaftsbereich man sich bewegt. Bei Physik, wo die Vorgänge, die man beobachtet, meistens sehr determiniert sind, werden bei korrelierenden Variablen sehr hohe Korrelationen erwartet. Im 90er-Bereich vielleicht, alles darunter wird eigentlich als sehr schwache Korrelation angesehen. In den Sozialwissenschaften, wo wir sehr viel menschliches Handeln, zufälliges Handeln haben, sind Korrelationen über 0,6 schon als starke Korrelationen anzusehen. Aber wie gesagt, da gibt es keine richtigen endgültigen Zahlen dafür. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Gut, aber mit 0,7 gehe ich mal davon aus, dass diese Korrelation relativ stark ist. Das ist jetzt allerdings ein Wert, der sich so ein bisschen der direkten Interpretation entzieht. Schön wäre es ja zu sagen, meine Grablänge hängt zu so und so viel Prozent von meiner Körpergröße ab. Oder anders ausgedrückt, die Variation in der Grablänge lässt sich zu so und so viel Prozent aus der Variation in der Körpergröße erklären. Das ist auch möglich, mit dem Korrelationskoeffizienten allerdings in dem Moment, wo wir ihn quadrieren. Wenn wir Pearsons Korrelationskoeffizient quadrieren, kommen wir zum sogenannten Determinationskoeffizienten, der uns genau diese Information gibt. In diesem Fall bekommen wir ein Ergebnis von 0,5 etwa raus, also 50%. Übersetzt bedeutet das, 50% der Variation in der Grablänge lässt sich durch die Variation in der Körpergröße erklären oder anders ausgedrückt,
die Grablänge ist zu 50% durch die Körpergröße bedingt. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserer Berechnung hier oben. Wir addieren zwei Werte auf, das heißt, hier haben wir einen zufälligen Term, hier haben wir einen zwar auch zufälligen Term, aber der hängt eben direkt mit unserer Körpergröße zusammen, also 50% determiniert durch die Körpergröße, 50% zufällig durch unsere zweite Zufallsberechnung hier. Okay, also Korrelationskoeffizient kann zwischen 1 und minus 1 sein, sagt uns etwas über die Richtung. Das hier ist eine positive Korrelation, eine negative Korrelation würde so aussehen, dass die Grablänge dann mit steigender Körpergröße sinken würde oder welche anderen Variablen man auch immer da drin haben würde. Also wenn die eine Variable steigt und die andere sinkt, dann haben wir eine negative Korrelation. Wenn die eine steigt und die andere steigt auch, dann haben wir eine positive Korrelation. Und durch den Determinationskoeffizienten können wir sehen, dass sich 50% unserer Veränderung in der Grablänge durch die Körpergröße erklären lässt, dass hier also diese Beziehung besteht. Soweit dazu. Jetzt ist die Korrelation, die Stärke der Korrelation aber nicht gleichbedeutend mit der statistischen Signifikanz der Korrelation. Das haben wir bei anderen Werten auch schon gesehen. Stärke ist nicht gleich Signifikanz, denn Signifikanz hängt auch immer noch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel Stichprobengröße. Um jetzt festzustellen, ob unsere Korrelation nicht nur deutlich ist, sondern auch signifikant, müssen wir wiederum einen statistischen Test anwenden. Einen solchen gibt es. Den Korrelationstest ebenfalls nach Pearson, der funktioniert auch mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten. In dieser Form ist er nur für metrische Daten erlaubt. Und er ist im gewissen Sinne parametrisch. Das bedeutet erstmal klar Skalierungsniveau, andererseits aber auch, dass die zu testenden Variablen in etwa normal verteilt sein sollen. Das ist ein bisschen weicher gedacht, also Sie müssen nicht, also wenn Sie leicht an einer Normalverteilung abweichen, dann ist es trotzdem noch legitim, Sie mit dem Korrelationstest zu testen, aber Sie dürfen eben nicht allzu weit davon abweichen. Man könnte vielleicht als Faustregel sagen, wenn der Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalität nicht anschlägt, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn er eine schwach signifikante Abweichung anzeigt von der Normalverteilung, dann können wir vielleicht auch noch mit den Daten entsprechend arbeiten und sie in den Korrelationstest hineinschieben, sollten es dann aber natürlich vermerken, dass die Daten nicht normal verteilt sind, wir trotzdem aber glauben, dass der Korrelationstest hier sinnvoll angewendet werden kann. Gute wissenschaftliche Praxis eben, solche Dinge dann auch entsprechend anzugeben. Gut, da wir unsere Datensätze mit Normalverteilung simuliert haben, die wir zwar ein bisschen abgewandelt haben durch das Runden und das Absolutsetzen, bin ich trotzdem optimistisch, dass unsere Datensätze einem auch strengeren Test wieder bestehen würden und werde deswegen den Shapiro-Test nehmen auf Normalverteilung. Und damit teste ich zuerst einmal die Grabgröße ab. Und wir sehen, dass der Shapiro-Test keinen signifikanten Unterschied von der Normalverteilung feststellen kann. Das gleiche machen wir dann für die Grablänge. Und auch hier ist kein signifikanter Unterschied zur Normalverteilung festzustellen. Wir können also guten Gewissens einen Korrelationstest auf unsere beiden Variablen ausführen. Und das tun wir, indem wir Core-Test aufrufen und beide Variablen eben hineinsetzen in die Klammer und entsprechend das Ganze aufrufen. Wir sehen, dass Pearsons Produkt-Moment-Korrelation hier verwendet wird. Verschiedene Teststatistiken mit Freiheitsgraden und so weiter. Was uns interessiert, ist jetzt hier der P-Wert, der höchst signifikant ist, also weit unter 0,05. Somit ist unsere Korrelation auch signifikant. Sie ist einerseits recht stark mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,7, den wir hier auch frei Haus geliefert bekommen. Sie ist andererseits eben auch signifikant, also hat man hier definitiv einen Zusammenhang zwischen beiden Variablen festgestellt. Und zwar auch einen relativ starken Zusammenhang. Soweit zur Korrelation als solches.
Wir können mit einer solchen Beziehung, wir haben sie jetzt einfach festgestellt, dass eine solche Beziehung existiert. Wir können da aber auch noch genauer reingehen und uns anschauen, wie genau diese Beziehung tatsächlich beschaffen ist. Das Mittel der Wahl dafür ist die Regressionsanalyse, beziehungsweise das lineare Modell, das uns Informationen darüber gibt, wie genau diese Beziehung ist. Wir bleiben beim einfachen Fall. Wir haben zwei Variablen, die miteinander korrelieren und die wir in der Hinsicht analysieren wollen. Und wir sehen, dass hier offensichtlich eine lineare Beziehung vorliegt. Das heißt, wir benutzen wirklich erst einmal die simple lineare Modellierung. Und Hintergrund hier ist die Idee, dass wir hier eine Gerade schätzen, die möglichst die Beziehung zwischen den beiden Variablen am besten wiedergibt, also die möglichst sozusagen möglichst wenig weit von all diesen Punkten entfernt ist und möglichst diesen Verlauf am besten wiedergibt. Diese Schätzung wird eben als lineares Modell in R erstellt. Der Befehl dazu ist LM. Wir benutzen hier die Formelschreibweise. Wir wollen testen oder wir modellieren, dass die Grablänge abhängig ist von der Größe bei unserem Datensatz Gräber. Hiermit wird uns das Objekt eines linearen Modells erstellt und das schieben wir gleich mal wieder in eine Variable, damit wir damit weiterarbeiten können, die ich Gräber.lm nenne. Durchgeführt. Wir sehen keinen besonders spektakulären Output. Wenn ich die Variable jetzt selbst aufrufe, dann sehen wir als Rückgabe einerseits die Formel des Aufrufs der Funktion und dann sehen wir hier zwei Werte zurückgegeben. Einerseits den Intercept, den Durchstoßpunkt durch die x-Achse und andererseits hier die Steigung der Geraden. Also wer sich in die Schule noch zurückerinnert, wir haben hier eben Versatz und Steigung einer normalen Geradengleichung vorliegen. Die Steigung ist etwa 1, also mit einem Zentimeter Größe erhöht sich im Idealfall auch ein Zentimeter Grablänge im Durchschnitt. Und wir haben 40, 40 addieren wir sozusagen drauf. Das korreliert ganz gut mit den 50, die wir hier oben sowieso als Durchschnittswert gegeben haben. Also damit bekommen wir sozusagen die Optionen, die wir hier reingesteckt haben, auch wieder heraus. Also eine direkte Beziehung. Hier ist kein Mal drin, sondern es wird einfach aufaddiert. Und dieses Aufaddieren ist im Durchschnitt in diesem Fall etwa 40 Zentimeter. Also da das zufällig erzeugt ist, schwankt es natürlich. Und da ich hier einen relativ großen Standardabweichung gegeben habe, kann dieses Schwanken bei nur 100 Fällen natürlich auch sehr stark sich auswirken. Also wir haben unsere Beziehung hier schon relativ genau jetzt beschrieben, beziehungsweise aus unseren zufällig erzeugten Daten eine Beziehung herausgeholt, die uns besagt, dass die Grablänge im Durchschnitt in diesem Fall 40 Zentimeter größer ist als die Körpergröße und dass mit jedem Zentimeter Körpergröße, die Grablänge auch ungefähr um einen Zentimeter ansteigt. Damit haben wir schon relativ viel Informationen über unsere Beziehung herausgearbeitet und das funktioniert eben ebenso mit nicht simulierten Daten, sondern mit tatsächlich echten Daten, die man archäologisch aufnehmen kann. Gut, wir können das Ganze uns noch etwas genauer angucken, indem wir, na, ich benutze das mal hier oben wieder, erst einmal diesen Befehl hier wieder eingefügt. Und eine genauere Betrachtung bekommen wir mit dem Befehl Summary, wo wir etwas mehr Informationen bekommen. Einerseits Informationen über die Fehler, die Abweichung sozusagen von unserer Schätzung, die hier letztendlich als Gerade drin liegt. Und vielleicht ziehe ich das sogar vor. Man kann diese Gerade hier hineinzeichnen, indem ich das Objekt Gräber benutze, Gräber-LM, und es an den Befehl Appline für gerade Linie in R hineingebe. Und wir bekommen jetzt hier unsere ideale Beziehung der
Grablänge zur Körpergröße wiedergegeben durch diese Linie. Ich mache die nochmal rot, damit sie etwas besser auffällt. Call gleich red. Genau. Und diese Residuals, diese Fehler, sind Angaben darüber, wie weit jetzt unsere Punkte von dieser Linie entfernt liegen bei einer bestimmten Größe. Also laut unserem Modell müsste bei einer Größe von, wo sind wir hier, etwa 1,25, sollte die Grablänge etwa 1,65 betragen. Tatsächlich haben wir aber einen Fall, der etwas länger ist. Das ist ein Schätzfehler. Und diese Schätzfehler stecken in diesen Residuals drin. Dann haben wir weiterhin hier die Koeffizienten, so wie sie geschätzt sind durch die Funktion. Wir haben einen Standardfehler für diese Schätzung und wir haben hier noch eine Teststatistik, die für den Intercept ist nicht so interessant, aber für die Steigung. Hier bekommen wir wieder unser Signifikanzniveau zurück, das uns besagt, dass hier eine signifikante Korrelation vorliegt. Also das steckt dann auch direkt in dem Objekt für lineare Modellierung drin, das wir durchgeführt haben oder das wir erzeugt haben. Eben einerseits kann man jetzt dieses Modell hier direkt einzeichnen. Wir können aber auch das Objekt lineares Modell der Gräber plotten. Und damit bekommen wir einige Diagnoseplots zurückgegeben. Das sind einige mehr, deswegen werde ich aufgefordert, für den nächsten Plot die Eingabetaste zu drücken. Das mache ich mal. Wir bekommen als erstes eine Darstellung der Fehler gegenüber dem Wertebereich der X-Variable, oder nicht, gegenüber den geschätzten Werten der Y-Variable, so rum. Sinn und Zweck dieser Darstellung ist, zu schauen, ob es einen gewissen Trend in den Daten gibt, dass sozusagen vielleicht am Ende der Datenreihe der Fehler größer wird. Damit, das wäre ein Hinweis, dass unser Modell vielleicht am Anfang der Datenreihe passt, aber zum Ende hin irgendwie abbiegt. Und Quintessenz wäre, dann müssten wir unser Modell verändern. Wenn wir zum Beispiel tatsächlich eine quadratische Beziehung vorliegen haben, diese aber nur linear modellieren würden, dann würden die Daten hier sich zum Beispiel im oberen Bereich sammeln. Das hier sieht ganz gut aus, es ist relativ gleichmäßig über die Fläche verteilt, die Punkte, da kann man keinen klaren Trend erkennen. Eine zweite Darstellung ist dieser QQ-Plot für die Fehler, für die standardisierten Fehler. Diese sollten normal verteilt sein. Das sind sie im Großen und Ganzen hier, also es weicht zwar ein bisschen ab, aber es ist nicht so dramatisch. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass das Modell zumindest nicht allzu schlecht ist für unsere Daten. Hier nochmal die geschätzten Werte gegenüber einem standardisierten Fehler. Das ist ein ähnliches Bild, wie wir es beim ersten Plot hatten. Auch hier sollte kein klarer Trend zu erkennen sein und diese hier hineingeplottete Linie sollte keinen allzu großen Bogen bilden. Das hier ist soweit in Ordnung. Und dann ein letzter Plot, der uns angibt, ob einzelne Daten in unserer Datenreihe, in unserem Datensatz, einen besonders starken Einfluss auf die lineare Regressionsschätzung haben. Wenn wir zum Beispiel starke Ausreißer haben, die ganz weit entfernt liegen, dann ziehen sie diese lineare Modell gerade stark zu sich hin. Faustregel vielleicht, wenn hier ein Wert über 1 steht und einer dieser Datensätze einen Hebel über 1 auswirkt, dann sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, dann ist hier irgendwas mit den Daten nicht in Ordnung. Dann haben wir Ausreißer, die wir gegebenenfalls aus der Analyse ausschließen sollten. Auch das hier sieht soweit in Ordnung aus. Wir haben also ein Modell, mit dem wir weiterarbeiten können, laut diesen entsprechenden diagnostischen Plots. Gut, wir haben jetzt unsere Beziehung in etwa festgelegt und ich plotte die Gräber nochmal und die Linie für das lineare Modell. Und mit dieser Beschreibung haben wir ja jetzt eine Formel vorliegen, mit der wir unsere Beziehung auch schätzen könnten für die einzelnen Punkte, für die einzelnen X-Werte. Also wir könnten zum Beispiel Grablänge geschätzt sagen, wäre eine Variable,
die sich ergibt aus ungefähr 40, hatte unser Modell gesagt, also 38, mache ich es mal genau, 38,5 plus 1,05 mal größer. Das ist das, was unser Modell vorhergesagt hat. Das führe ich mal aus. Und wenn ich jetzt hier in unseren Plot noch eintrage, unsere geschätzten Grablängen und als x-Variable die Größe dazu packe, dann sehen wir, dass diese Punkte alle auf dieser Linie liegen. Auch die mache ich mal wieder vielleicht in Rot. Gleich Red. Das wären also die geschätzten Punkte, die sich aus der Beziehung ergeben würden, wenn wir diese Daten nicht hätten oder wenn wir versuchen würden, in anderen Datenbereichen einzelne Punkte zu schätzen, so würden wir mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Punkte sich entlang dieser Linie verteilen. Wir können also einzelne Daten schätzen. Wir können zum Beispiel auch schätzen, wie groß wäre eine Person, die 1, oder wie groß wäre das Grab einer Person, das 1,80 ist und das angezeigt bekommen wir 2,27 Meter etwa als geschätzte Größe des Grabes. Also eine Vorhersage, die versucht, aus einer erkannten Beziehung Daten zu vorherzusagen, zu interpolieren. Das ist natürlich mit Fehlern behaftet, das sehen wir, die tatsächlichen Werte streuen deutlich weiter um dieses Ganze herum. Aber es ist zumindest erst einmal eine erste Schätzung, eine Punktschätzung für diese Beziehung. Das Ganze geht auch etwas bequemer in R. Für ein solches einfaches Modell ist es vielleicht nicht sehr viel bequemer, aber für komplexe Modelle ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dort eine Funktion zu haben, die uns das abnimmt. Und das ist die Funktion predict, die übrigens auch bei anderen Modellen, bei vielen anderen Modellen anwendbar ist. Das ist in R ja häufig so, dass ähnliche Dinge ähnlich benannt werden. Und wenn man in, das ist ähnlich wie beim Plot-Befehl, wenn man in predict ein Objekt vom Typ lineares Modell hineinsteckt, dann wird die Prädiktionsfunktion für lineare Modelle aufgerufen. Wenn man hier ein anderes Objekt hineinstecken würde, dann würde eine andere Prädiktionsfunktion aufgerufen. Gut, wir wollen schätzen anhand unseres linearen Modells, wie sich die einzelnen Punkte verteilen würden. Und ich werde das mal in eine Variable schieben, wieder Gräberbrett 1, wo man sieht, dass es noch weitere Prädiktionen dann geben wird, durchgeführt. Und wir kommen hier zum gleichen Ergebnis wie bei unserer selbst erstellten Berechnung hier oben. Wir bekommen einen Vektor zurück von geschätzten Werten, die sich aus dieser Funktion ergeben. Und da wir keinen weiteren Wert hier angegeben haben, werden die Original-X-Werte genommen und daraus werden die Y-Werte geschätzt. Und auch das können wir dann entsprechend darstellen, indem wir wiederum Größe plotten gegen unsere vorhergesagten Grabgrößen. Und ich mache das mal in blau. Und wir bekommen genau die gleichen Punkte heraus. Also unsere Prädiktionsfunktion erfüllt den gleichen Zweck. Es nimmt die geschätzte Beziehung und sagt Punkte vorher. Und auch hier können wir neue Daten benutzen, um zum Beispiel die Person mit 1,80 vorherzusagen. Dazu geben wir eine Option New Data mit hinzu. Die verlangt zwingend einen Datenrahmen als Eingabe. Also soll dort ein Data Frame mit hineingesetzt werden, bei der die Größe 180 beträgt. Na, 180 wird auch genau sein. Das schieben wir mal die Variable Brett 2. Und hier bekommen wir sogar noch etwas genaueres Ergebnis. Als wir hatten ja hier gerundete Werte eingetragen bei unserer selbst gebauten Schätzfunktion.
Hier werden die Originalwerte genommen und wir kommen auf eine Größe von 2,27,58 Meter und ein paar zerquetschte. Und hier könnte man jetzt stückchenweise andere Werte eingeben oder man könnte hier einen ganzen Vektor eingeben mit Schätzwerten und würde dann entsprechend die Werte zurückbekommen, die sich aus dieser Beziehung ergeben. Wie gesagt, wir haben hier Punktschätzungen vorliegen und es ist natürlich klar, dass die realen Werte davon abweichen. Das kann man berücksichtigen und kann 95% Vertrauensintervalle, zwei Sigma-Intervalle hinzupacken, die dann besagen, dass meine Schätzung eben ein 95% Vertrauensintervall hat, dass die Datenpunkte auf jeden Fall innerhalb dieses Bereiches liegen. Man könnte auch ein Sigma 68% Wahrscheinlichkeit wählen, das kann man dann entsprechend einstellen. Wir bleiben aber bei den 95%, das ist bei mir auch Philosophie, dass man mit 95% Sicherheit lieber arbeiten sollte. Und wollen eben nicht nur eine Punktschätzung vornehmen, sondern eine Intervallschätzung. Gut, ich nehme jetzt mal wieder die Original-X-Werte, das heißt, ich gebe keine New Data dazu, sondern nehme das, was wir an X-Werten für die Schätzung des Modells benutzt haben und gebe eine weitere Option hinzu, die Intervall heißt. Und hier gebe ich eine Option hinein, die in diesem Fall Prediction den Intervall der Abschätzung der Genauigkeit der Vorhersage wiedergeben soll. Predict LM hat noch andere Optionen, zum Beispiel, also abgesehen von diversen anderen Optionen, kann man bei Intervall auch Confidence zum Beispiel sich zurückgeben lassen. Das ist dann eine Schätzung für die Mittelwerte des entsprechenden Modells bzw. für den Verlauf der Regressionsgraden im 95% Bereich. Mit Level kann man eben spezifizieren, wie das Konfidenzintervall tatsächlich dargestellt sein soll. Und wir bleiben einfach bei der Standardeinstellung von 95%. Okay, das führe ich hier entsprechend aus. Bekomme eine Warnmeldung zurück. Das Vorhersage auf aktuelle Daten beziehen sich auf zukünftige Daten. Gut, das ist ja auch letztendlich das, was wir in irgendeiner Form wollen. Wenn ich mir die Variable jetzt hier anschaue, die ich zurückbekommen habe, so haben wir eine etwas komplexere Variable zurückbekommen, bei der wir einerseits fit zurückbekommen, das sind die geschätzten Werte, und dann eine lower und eine upper range, die uns besagt, dieses Datum, das ist zwar die Punktschätzung, aber zwischen 1,97 und 2,91 Meter sollte mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die tatsächliche Grabgröße sich bewegen. Auch das können wir jetzt wieder darstellen. Ich plotte erstmal wieder meine Originalgräber hier rein und mache den Y-Bereich so groß, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Platz haben für den oberen und unteren Sicherheitsbereich, für den unteren und oberen Konfidenzintervall und setze die Aspect Ratio auf 1, damit wir auch für jeden Schritt auf der X-Achse einen Schritt auf der Y-Achse vollziehen, damit die gleichmäßig skaliert sind. Damit sieht unsere Datenwolke schon wieder ein bisschen anders aus. Also hier ist die gleiche Entfernung zwischen 0 und 100 wie hier, 1 zu 1 skaliert. Und wir haben hier ein bisschen Platz gewonnen von 0 bis 400. Wenn ich jetzt hier hineinsetze, erst einmal mit Upline unser Gräber LM, unsere lineare Regressionsgrade, wiederum mit Call gleich Red, um das abzusetzen, sehen wir, wie diese verläuft. Und hierzu setze ich jetzt die Intervalle für die Prädiktion. Das kopiere ich mir mal rüber. Na. So. Und erläutere diesen Plot hier oder diesen Plotbefehl im Einzelnen. Ich benutze die Option Arrows.
Damit kann man Pfeile darstellen in R. Diese kann man auf verschiedene Arten und Weisen verändern. Zum Beispiel, wenn ich den Pfeilwinkel auf 90 Grad setze, bekomme ich keinen Pfeil in dem Sinne, sondern einen geraden Strich an den Enden. Mit Code 3 gebe ich an, dass ich an beiden Enden einen Strich haben möchte. Diese Balken sollen wieder rot dargestellt sein. Ich hätte sie gern gestrichelt, deswegen Linientyp 2. Und hier vorne werden X- und Y-Werte des Beginns des Pfeils und des Endes des Pfeils angegeben. Unser Pfeil soll beginnen am unteren Ende des Konfidenzintervalls und soll bei den entsprechenden X-Werten sich befinden. Der Pfeil soll gerade nach oben gehen, deswegen kommt hier an zweiter Stelle wieder die Grabgröße hinein und soll enden der Pfeil an der oberen Grenze für unser Schätzintervall. Damit bekommen wir eben entsprechend hier die Fehlerbalken hineingezeichnet. Ich führe das mal aus. Und wir sehen, dass die allermeisten Punkte sich innerhalb dieses Schätzintervalls befinden. Hier gibt es einen Ausreißer, der ein bisschen rausläuft, aber wie gesagt, es sind 95% Sicherheit. Bei 100 Punkten sollten im Durchschnitt 5 Punkte daneben liegen. Hier ist die Schätzung tatsächlich besser geworden, aber die Chance eben besteht nur zu 95%, dass die Punkte tatsächlich drin liegen. Ist natürlich immer ein statistischer Wert. Deswegen Statistik. Dennoch haben wir damit ein Mittel, um ein Vertrauensintervall darzustellen, um uns eine Schätzung anhand einer erkannten Beziehung aufzubauen, die uns nicht nur einen Punkt angibt, der definitiv falsch ist. An dieser Stelle wird in der Realität dann nie ein Datum liegen, sondern ein entsprechendes Intervall, das uns sagt, wir würden in diesem Bereich ein entsprechendes Datum erwarten. Und das kann man eben nicht nur auf Grablängen, auf Körpergrößen anwenden, sondern eben auf alle anderen Variablen, die man auf diese Art und Weise linear modellieren kann. Ich bin gefragt worden im Kurs, wie es denn eigentlich aussieht mit nichtlinearen Beziehungen. Und auch die kann man, so paradox es klingt, mit einem linearen Modell entsprechend berechnen und darstellen. Dazu wird in R die entsprechende Formel so benutzt, dass die Daten relinearisiert werden. Wenn wir also eine kubische Funktion haben, dann werden die Daten mit der dritten Wurzel behandelt. Dann wird eine lineare Regression durchgeführt und die Ergebnisse werden wieder mit hoch 3 berechnet, sodass im Kern dieser Funktion sozusagen eine lineare Beziehung berechnet wird und dann das Ganze wieder an das realweltliche Geschehen angepasst wird. Deshalb kann man auch hier ein lineares Modell anwenden. Das werden wir mal machen für Topfvolumen in Bezug auf den Durchmesser. Wir nehmen also eine Variable Durchmesser und die soll sein das Absolute von einer normal verteilten Zufallsvariable. Sagen wir, wir wollen 200 Töpfe haben. Die haben im Durchschnitt einen Durchmesser von 20 cm mit einer Standardabweichung von 5. Das durchgeführt, hier angeschaut, bekommen wir hier unseren Vektor zurück mit 200 mal einem Topfdurchmesser. Und davon abhängig ist natürlich das Volumen des Gefäßes. Das ist einerseits vom Durchmesser abhängig. Andererseits betrachten wir jetzt in diesem Fall einfach Quader als Gefäße. Das ist zwar eine etwas ungewöhnliche Form, aber macht uns die Berechnung einfacher. Das heißt, also der Durchmesser mal den Durchmesser ergibt die Fläche. Und jetzt brauchen wir noch die Höhe. Und ich sage mal, dass diese Gefäße zweimal so hoch sind wie der Durchmesser. Und damit habe ich mein Volumen hier als kubische Funktion beschrieben. Wenn ich das jetzt so entsprechend anwenden würde auf meine Zufallsvariable hier, würde ich eine perfekte Korrelation erzeugen. Das wäre ein bisschen langweilig, deswegen
produziere ich mir noch einen kleinen Error-Term, der bestehen soll aus wiederum absolut normal verteilten Werten. 200 brauchen wir, der Mittelwert, wobei nehmen wir das absolut raus, normal verteilten Werten. Der Mittelwert soll bei 0 liegen und die Standardabweichung setze ich mal auf 2000. Da wir nachher hier den Durchmesser berechnen, wird das dreimal miteinander multiplizieren, wird das Volumen natürlich relativ groß bei unseren 20 Durchmessern, 20 mal 20 mal 20. Deswegen können wir hier schon eine recht hohe Standardabweichung mit reinsetzen. Und ich addiere also diesen Error-Term noch auf unsere Funktion obendrauf, damit wir ein gewisses Zittern in den Daten haben. So, das Volumen berechnet und ich sehe, dass hier jetzt negative Zahlen hineingekommen sind. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Und in diesem Fall haben wir auch wieder negative Zahlen. Gut, dann mache ich doch hier absolut und addiere tatsächlich das Ganze nur nach oben rauf. Das wäre zwar für die Berechnung egal, ob da jetzt negative Zahlen drin sind oder nicht, aber für unser Beispiel ist es einfach unschön, wenn ein Gefäß ein negatives Volumen hat. Okay, wir haben jetzt also eine Beziehung erstellt zwischen dem Durchmesser und dem Volumen. Der Durchmesser gibt den Durchmesser des Gefäßes an und das Volumen ist der Durchmesser hoch 3, wobei einer der Durchmesser mal 2 gerechnet wird, also insgesamt natürlich Durchmesser hoch 3 mal 2 plus einen gewissen Fehlerterm, der nach oben drauf gerechnet wird. Und diese Beziehung kann ich mir jetzt auch wieder grafisch darstellen natürlich. Durchmesser, Volumen. Und wir sehen, dass diese Beziehung eine Kurve aufweist, entsprechend eben einer kubischen Funktion, dass also bei gleichmäßig steigendem Durchmesser das Volumen kubisch ansteigt, potenziert ansteigt. Hiermit, das entspricht natürlich keiner linearen Regression, das ist eine nichtlineare Funktion, die dahinter steckt. Und wenn wir jetzt erst einmal naiv herangehen würden, Test 1 wäre ein lineares Modell von Durchmesser und Volumen. Na, in Abhängigkeit von. So. Und hier die Punktdaten entsprechend hineinplotten. Oder machen wir einfach, ja doch, machen wir die Punktdaten. Points von Durchmesser und einer Prädiktion für unseren Test 1, also wieder Predict benutzt. Und das Ganze färbe ich mal in Rot ein. Nanu. So sollte das eigentlich nicht aussehen. Da bin ich jetzt ein wenig verwirrt. Ah, klar. Pardon. Natürlich so rum. Die Volumen ist die abhängige Variable, Durchmesser ist die unabhängige Variable. So rum müsste das Modell aussehen. Also nochmal den Plot, das Modell. So. Okay, hier haben wir unsere Beziehung wiedergegeben und wir sehen, dass das lineare Modell und R ihr Bestes geben, um diese Beziehung irgendwie wiederzugeben, aber da wir hier eine nichtlineare Funktion haben, kann diese lineare Schätzung natürlich die Funktion in keinster Weise wirklich approximieren. Also, wenn wir so etwas sehen, und ich kann jetzt auch nochmal die Teststatistiken aufrufen, Plot, packen wir oben mal rein, Plot von Test 1, dann sehen wir hier ganz klar eine Kurve in den Residuals, in den Fehlern. So etwas wäre ein klarer Hinweis darauf, dass das Modell nicht gut passt, dass hier eine in diesem Fall kubische Funktion vorliegt. Auch die normal verteilten Standardfehler weichen ganz stark von der Normalverteilung ab. Auch bei der Wurzel aus den standardisierten Fehlern
sehen wir, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und wir haben hier Werte, die ganz weit abweichen. Hier, die entsprechend sagen, dass hier sind wir über 1. Hier ist auf jeden Fall etwas nicht in Ordnung mit unserem Modell. Das so sieht ein schlechtes Modell aus. Wir wissen ja aber, oder in diesem Fall wissen wir es tatsächlich, dass wir hier eine kubische Funktion haben. Es gibt auch Möglichkeiten zu schätzen, welches Polynom hierhinter steckt, aber wir machen mal den einfachen Fall. Wir wissen, dass wir eine Beziehung mit hoch 3 vorliegen haben, eine kubische Funktion, und demzufolge modelliere ich das hier, indem ich sage, Volumen ist abhängig von, mit i klammere ich das Ganze ein, Durchmesser hoch 3. Das wird mein Testmodell 2 werden. Das ausgeführt und plot Test 2. Hier sehen wir zwar immer noch eine gewisse ungleichmäßige Verteilung, aber das sieht deutlich besser aus als das Modell vorher. Die Normalverteilung weicht immer noch leicht ab. Das liegt dann daran, dass wir hier die Werte auf absolut gesetzt haben und demzufolge am Ende auch gewisse Ausreißer sind, da das stärkeren Einfluss in den niedrigeren Werten hat als in den hohen Werten. Trotzdem sind auch hier keine so klaren Trends erkennbar, wie wir es eben gesehen haben. Und auch hier sind wir weit entfernt davon, dass hier wir den Wert von 1 berühren. Also das Modell ist, sagen wir mal, gut genug. Wenn wir dieses jetzt nehmen und erst einmal stelle ich den Plot hier wieder her. Da hatten wir unser lineares Modell und jetzt nehmen wir mal unsere Prädiktion aus dem kubischen Modell. Wir sehen, wenn ich es blau mache, dass der Verlauf der Daten damit deutlich besser wiedergegeben wird. Also R gelingt es und dem linearen Modell gelingt es an dieser Stelle eben auch diese Funktion deutlich besser zu schätzen. Wenn wir uns das Objekt ansehen, dann sehen wir hier ein Intercept von ja, roundabout 2000. Das ist natürlich etwas geringer, was durch den Zufall immer bedingt ist, aber wir sehen unsere 2000 hier ganz gut wiedergegeben. Wir können uns das noch etwas genauer angucken, indem wir den Durchschnitt des Error-Terms uns angeben. Der Durchschnitt liegt bei 1,5. Das ist das, was versucht, dieser Intercept hier auch entsprechend wiederzugeben, was er eben schätzt aus den Daten. Und wir sehen hier, dass das Ganze zweifach etwa von unserem Durchmesser hoch 3 abhängt. Das ist auch die Variable, die wir hier reingesteckt haben. Also mal 2 plus etwa 1600 besser gesagt. Das findet das Modell hier entsprechend auch wieder. Und auch jetzt könnte man eben mit den, wir haben das jetzt hier uns einfach gemacht, haben Predict genommen. Wenn ich jetzt eine Funktion erstelle, wieder eine von Hand Funktion, bei der ich v berechne mit dem Durchschnitt des Error Terms, wie wir ihn vorher hatten, plus 2 mal Durchmesser hoch 3. Na? Term, so rum. Und jetzt wieder eine Punktdarstellung unserer geschätzten Werte von Durchmesser in Bezug auf die von uns selbst erstellte Vorhersagefunktion erstellen und die ganze in grün einfärben. Dann sehen wir, dass auch unsere eigen von Hand erstellte Funktion deutlich besser zu den Daten passt als die ursprüngliche lineare Modellierung. Also man könnte das natürlich auch die Werte von Predict herausziehen, vom linearen Modell herausziehen und selbst das Ganze eine entsprechende Funktion hier erstellen. Das tut Predict für uns. Das macht das Ganze etwas einfacher und gerade wenn man komplexere Modelle hat, wo wir nicht nur zwei Variablen in Beziehung setzen, sondern zum Beispiel
das Volumen abhängig machen von tatsächlich Durchmesser 1, Durchmesser 2 und Höhe, dann würde eine solche Funktion, sich selbst zusammenzubauen, natürlich etwas kompliziert sein. Man kann sie aber, und das ist wichtig für die Analyse, man kann sie aus dem linearen Modell hier herausziehen, aus diesem Bereich hier, um in Erfahrung zu bringen, in welcher Form jetzt unsere Variablen tatsächlich zusammenhängen, was die Parameter für den Prozess sind, der diesen Zusammenhang erzeugt. Okay, das war ein kurzer Einblick in die Möglichkeiten der linearen Modellierung und zusätzlich auch eben Korrelationsberechnung. Da sind wir gestartet. Wir sind jetzt schon relativ weit gekommen hier mit den Vorhersagemöglichkeiten und man kann damit noch sehr viele andere interessante Dinge anstellen. Man kann weitere Parameter mit hineinstecken, eben wie gesagt mehr als zwei Parameter hier, mehr als zwei unabhängige Variablen kann man hier mit reinstecken. Und diese Variablen können auch auf unterschiedlichen Skalierungsniveaus sich befinden. Das müssen nicht zwingend metrische Daten sein, aber das führt, das jetzt noch zu erläutern, führt für dieses Video zu weit, das wahrscheinlich sowieso schon relativ lang geworden ist. Das werde ich in der Zukunft dann mal betrachten, zumal es für unser Seminar zur prädiktiven Modellierung eine Rolle spielen wird. Aber als erstes oder als nächstes werde ich mich der Korrelation von nicht metrisch skalierten Variablen, von ordinal skalierten Variablen widmen und Spearman und Kendall erklären, wie man die in R berechnet, für den Fall, dass man eben nicht so schöne Messwerte hat, sondern nur Kategorien, von denen man zumindest weiß, welche größer, höher, schöner, schneller, weiter ist als welche andere. Okay.